First things first, ich bin nicht average. Ich bin Zan und ich habe euch gefragt, ob ihr einen zweiten Teil vom Deep Dive wollt. Die 1000 Likes haben wir nach 6 Monaten erreichen können und das zeigt mir eindeutig, dass ihr Shooter am Start seid. Flixis letzter Track, Uns wurden Dinge angetan, ist bereits ein halbes Jahr her. Und während Flixi gerade seine Zeit in Paris genießt, habe ich mir gedacht, wir gehen jetzt jeden Track von Anfang bis Ende chronologisch einmal durch. Wenn ihr den letzten Teil noch nicht gesehen habt, guckt das gerne vorher. Aber sonst würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Es tut zwar weh, doch die Erde dreht sich weit. Flixi schließt in diesem Song mit einer alten Flamme ab. Am Anfang ist er noch von Liebeskummer betroffen. Ayo Girl, mein Herz ist gebrochen. Es ist zu spät, um es jetzt noch zu stoppen. Und am Ende des Tracks sind ein paar Monate vergangen und es schmerzt nicht mehr. Ein paar Monate sind um und es geht mir besser. Und fröhlicher geht's auch wirklich nicht weiter in dem nächsten Track, Nobody Cares. Ich bin motherfucking drunk, drunk. Ich hab motherfucking Angst, Angst. Er ist betrunken, sitzt allein in seinem Zimmer und es interessiert sich niemand für ihn. Er skizziert sogar Reaktionen auf seinen Selbstmord. Leute aus meiner Stadt erfahren es durch die Zeitung. Wow, dieses fucking Opfer, das wir damals immer so gemobbt haben, hat sich endlich umgebracht. Aber selbst er merkt bei diesem Damn krank, wie krank krass das am Ende wirklich ist. Aber das sind die Anfänge von Flixi. Was wir innerhalb dieses Videos und auch der Spotify-Tracks Jahr für Jahr sehen werden, ist, dass er immer selbstbewusster wird. Tatsächlich schon im nächsten Track. Auf der EP Rollercoaster Forever. Ja, ich hatte viel zu sagen, aber sagte nichts. Back to work und ich bin auf meinem Kanye-Shit. In den Texten geht's jetzt bergauf mit Flixi. Er beschreibt sein Leben als Rollercoaster. Eine Achterbahn geht ja auch immer auf und ab, dass nach den Down-Phasen auch die Hochphasen kommen. Und es geht positiv weiter. Dieser Beat ist so catchy. Booty so wie nasty. Damn, yeah, ich step mit deiner Baby, try in diesen Club. Ich meine, der Track heißt so, aber ich finde tatsächlich, dass der Track melodisch und catchy ist. Dieses Ich step mit deiner Bad Bitch rein in den Club, sehr geil. Zugegeben, manchmal ist es schon sehr heavy, wie er zwischendrin sagt, dass er sich umbringen möchte. Nein, ich will nicht sterben, nein, ich will nicht sterben. Aber ich habe das Gefühl, dass er sich mit der Musik davon ablenkt. Wie er sagt, ab jetzt ist Flixi Season. Ey, oh Flixi, do it one more. One more time, Flixi, do it one more time. Dieser Track ist so experimentell, wie er den Autotune benutzt, diese random Lines. Flixi, eine Frage, was meinst du mit One More Time? Ich hab selber keine Ahnung, Digga, es ist nur eine Line. Ja, meine Hater machen Backflips. Oh, Hater machen Backflips. Und wo sich Flixi gerade aufgebaut hat, geht's weiter mit dem Track Lonely on Ice. Ich nehm mein Lonely on Ice. Wir sind alle so allein. Also, wenn ich mein Handy ausmache und dann einfach mal realisiere in meiner Wohnung, dass ich da eigentlich komplett still alleine sitze, dann fühle ich den Track tatsächlich sehr. Bei einer meiner Lieblingstracks von Dead Adam ist da eine Textstelle, die das auch ziemlich gut beschreibt, was Flixi da sagt. Ich verstehe noch immer nicht, was ich auf diesem Planet mag. Aber damn, ich bin hier, also was ändert das? Ich verstehe nicht, was ich auf diesem Planet mache, aber damn, ich bin hier, also was ändert das? Im nächsten Track hat Flixi auch nicht so eine gute Phase. Ich glaube, dass ich sterben muss. Ich bin krank. Als Dank dafür verliere ich meine Freunde. Aber anscheinend hat sich der Flixmaster neue Freunde gesucht, zum Beispiel Mokuba. Ja, Bandana um den Kopf, ich bin ein Hotboy. Rote Bandanas, wenn wir beide durch die City rollen. Moku, Brick und Flixi, wir sind motherfucking pretty boys. Das hier ist ein Track, den ich auch gerne bei den Borden höre. Das ist für mich ein prädestinierter Playlist-Track. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten EP. Flixi for the People. In Help Me spricht Flixi das erste Mal an, dass er Depressionen hat. Am Anfang hört man als Sample, dass er gerade bei einem Auftritt von TJ Beastboy ist und er gerade auf die Bühne kommt. Also nach so einer großen Hochphase diesen Track rauszubringen. Ich hab einen Auftritt vor so vielen Menschen. Muss dann nach Hause und mit Depressionen kämpfen. Also ich denke, er findet das selber beeindruckend, dass sein Leben so eine Wendung bekommen hat und er trotz dessen zwischendrin Selbstmordgedanken hat. Vielleicht stellt der Boy sich auch zu viele Fragen, wie zum Beispiel im nächsten Track 21. Und warum ist im Trinkwasser Kalk?
Und warum ist die Erde ein Ball? So viele Fragen, aber keine Antworten auf den Scheiß. Wir erfahren, dass er mit seiner Musik gerade mal 200 Euro im Monat verdient. Immer noch 200 Euro mehr als ich. Ich persönlich frage mich ja, was Flixi so beruflich gemacht hat. Hat er zwischendrin immer so Regale eingeräumt bei Netto? Dem Filialleiter wollen Sie sprechen? Kommen Sie mal zu mir. Wisst ihr mehr? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich persönlich hätte richtig Lust auf ein Interview mit ihm, aber seine Meinung zu Social Media erfahren wir im nächsten Track. Zeig mir deine Story und ich sag dir, wer du bist, aber ich geb keinen Fuck auf Social Media. Ich finde den Satz, zeig mir deine Story und ich zeig dir, wer du bist, schon wild. Vielleicht hat sich seine Meinung auch geändert. In dem Track Lola und Becky, das sind alte Freundinnen von ihm, redet er so ein bisschen über seine tolle Freundschaft. God damn, dieser Beat geht so ham, inspiriert durch meine Friends, Lola und Becky. Da erfahren wir auch, dass er ab und zu mal einen J raucht. Und wir hören das erste Mal den Begriff ham. God damn, der Beat geht so ham. Ich glaube, ham heißt Ching und ein Schinken ist ja auch fett. Also der Beat geht steil, denke ich mal. Unter Moorperle konnte ich mir wirklich gar nichts vorstellen. Aber was ich mir auch nicht vorstellen konnte, ist, wie hoch Flixi zwischendrin singen kann. Beim nächsten Track finde ich den Titel so stark. Manchmal ruft tagelang keiner an. Manchmal ruft tagelang keiner an. Manchmal stelle ich fest, ich habe auch noch nichts gesagt. Manchmal liege ich den ganzen Tag nur im Bett. Ja, moin. Ich bin lieber ein depressiver, bipolarer Hurensohn, als so zu enden wie die Leute, die auf meiner Schule waren. Ich finde das so nice, wie könnt ihr Wichser immer glücklich sein? Und ich denke, das kommt daher, dass Flixi einfach eine ganze Menge mehr nachdenkt als die meisten Menschen. Wer sich viele Fragen stellt, der macht sich wahrscheinlich eher unglücklich. Die meiste Zeit im Leben bin ich selbst. In Klammern Pandemie, Umweltkrise, Finanzkrise, es gibt gerade Krieg komplett nebenan. Klammer zu. Ich habe ja bereits zwei Videos gemacht. Einmal, wer ist Flixi und ein Deep Dive in Flixi. Ich werde die Deep Dives jetzt immer andersfarbig machen, damit ihr die leichter erkennen könnt. Denn geplant sind Deep Dives zu Sierra Kid, El Guni, Marvin Game, Lance Butters, also abonniert, um mich zu verpassen. Ja. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich bei dem Video, wer ist Flixi, erklärt habe, dass ich das erste Mal Flixi auf dem Track Peanut Butter mit TJ Beastboy gehört habe. Rolle durch die City mit dem City Roller, was für links, vor rechts, ich hab immer Vorfahrt. Und ich habe Flixi nicht verstanden, so wie viele andere. Keine Ahnung. Ich fand den Flow irgendwie komisch, ich habe gar nicht verstanden, was das für eine Welle ist. Und dann bin ich auf den Spotify-Account gegangen und habe mir schwarze Ringe angemacht. Und da habe ich gemerkt, der Boy hat Tiefgang. God. Er redet in dem Track davon, dass er gerade Wodka Energy mit einem Strohhalm trinkt und im Endeffekt ein schlafloser, depressiver, kluger Musiker ist. Uff. Auch in So Lost geht's weiter. Ich bin zu 100% einfach nur sad. Niemand schreibt ihn auf WhatsApp an. Es ist Freitagabend und er ist zu Hause und liegt im Bett. Wenn man das jetzt einfach mal so wörtlich nimmt, dann geht's dem Typen echt nicht gut. Aber wir erinnern uns, ein Rollercoaster. Ja, ich geh erst pennen, wenn der Part sitzt, ja, wenn mich die Vögel in den Schlaf singen. Aber er erzählt uns auch von seinem kleinen Erfolg, dass er sein iPhone mithilfe des Geldes seiner Musik kaufen konnte. Im bipolarer Shooter geht er darauf ein, dass er Entertainer ist. Ich fahr ne ruhige Kugel. Ich chill in meine Basis, ist alles nicht dramatisch, ich bin zu sympathisch. Und jetzt langsam kommt's auch immer wieder vor, dass er sagt zum Beispiel, er ist ein Gott, aber irgendwie auch not. Das ist übrigens ein Reim von ihm. Es ist so wild. Geh in den Spiegel und ich schüttel mit dem Kopf. Ich fühl mich wie ein Gott, aber irgendwie auch not. An der Stelle, mein Freund Bijan meint, dass Damn Bitch, warum musst du so verliebt sein, ein Lieblingstrack von ihm ist. Damn Bitch, warum muss ich so verliebt sein? Warum musst du so ein gottverdammter Dieb sein? In diesem Track veröffentlicht er auch, dass er so ein kleiner Fußliebhaber ist. Yeah, bitch, ich will deine Tops fangen. Nimm das seine. Was Flixi jetzt im nächsten Track realisiert, ist, dass er ein Alien ist. Ich glaub, ich bin ein Alien. Schaue in den Himmel und bin irgendwie sad. Da oben sind Legenden, die schauen zu mir runter und die wollen, dass ich komme. In dem Track realisiert er langsam, dass er einfach ein bisschen anders ist als die anderen. Und er merkt, dass die anderen einfach nur so tun, als wären sie glücklich. Und wenn sie glücklich sind, dann stellen sie sich vielleicht zu wenig Fragen und haben zu wenig Impact auf die Welt. Und in dem Track ändert sich aber einiges.
Ich brauch nicht mal einen Deal. Früher hatte ich wenig, aber heute hab ich viel. Wir haben gerade mehrere Sachen über sein Geld gehört. Zuerst, dass er 200 Euro mit der Musik verdient, dann, dass er nur 100 Euro auf dem Konto hat, dann, dass er sich sein iPhone leisten konnte und jetzt scheint es so, als würde er ein paar mehr Piepen verdienen. Para! Guap! Wenn man Geld verdient, dann heißt es gleichzeitig auch irgendwie im Kapitalismus natürlich, dass man Erfolg hat. Und er sagt, dass er ein Baus ist. Ein bipolarer Shooter. Und er ist autistisch und seine Freunde haben ihn verlassen, aber denkt sich jetzt so, damn, what the fuck, wir gehen jetzt ham, let's go, rein in die Masse, es funktioniert. Und ich denke, da hat er so ein bisschen verstanden, ey, meine Mucke, das ist es. Der Shit ist plötzlich real, ich brauch nicht mal ein Deal. Früher hatte ich wenig, aber heute hab ich viel. Yeah, wir gehen. Was ist das eigentlich für ein King-Foto, Alter? Das geht ja mal mega steil. Und er sagt, dass er jetzt auch Lando und T als seine Freunde gewonnen hat. In Wo ist der Jack? Also, wo ist da der Witz an der Sache? Gefeatured mit Tuddle, der ist da nicht mal gekennzeichnet, teilen sie uns mit, dass sie auf ihren Visionary Shit sind. Ich bleib auf meinem Visionary Shit, aber hold up ne Sekunde, grad hat Flexi was geschehen. Ey OG, bleib auf deinem Film, bleib auf deinem Film. Ich sag Bro, ich hab keine Wahl, keine Zeit zu chillen, denn ich shape hier mein Universe und hustle bis ich sterbe. Ihr könnt mich ruhig alle hassen, doch mein Hass sei denn ich werf. Wie sagt Jeremias, fick alle Menschen ohne Vision. Fick auf alle Menschen ohne Vision. Und damit kommen wir zu Reflecting on Life right now. Yeah, 21:58 in Dortmund City. Ich komme mäßig gerade aus meinem Urlaub zurück. Das ist wahrscheinlich einer der interessantesten, verrückten Tracks von ihm, weil letztendlich ist das quasi eine Art Update-Track, wo er so erzählt, was so die letzte Zeit passiert ist. Er hat sich in dem Track auf nur die positiven Sachen versteift. Ich verkaufe Shirts mit meiner Fresse drauf. Jeder Mensch da drin sieht bestens aus, denn der Beste ist jetzt zu kommen und seit dem Turniervideo steigen meine Aktien, die Leute ficken mit mir. Dass nach Madeira ziehen die beste Entscheidung seines Lebens war. Und er sagt auch, dass er Lola und Becky vermisst. Die Freunde, die ihn wegen seiner Depression verlassen haben, also nicht Depression, sondern es gibt nämlich ein Video, das heißt Ode an die Freude, das ist mit den Freundinnen Lola und Becky ein aufgenommener Track. Hier ein kleiner Ausschnitt. Und selbst wenn ich alles verliere, sind sie alle bei mir. Ich bin bei euch, ich bin euer Freund. Und ich habe mal runtergescrollt und unter diesem Video hat Becky gesagt, wer denkt, dass wir ihn wegen seiner Depression verlassen haben, ja, der glaubt auch alles. Kommen wir lieber zum nächsten Album und zwar Überbleibsel des letzten Sommers. In den ganzen Tracks, wie auch in Vino Nino, ich wusste vorher gar nicht, was Vino Nino heißt, aber zu Vino sag ich Nino, so ein stumpfer Satz, Alter, beschreibt er, dass er mit den ganzen Baddies auf Twitter, auf Tinder irgendwie nicht viben kann. Ey, yeah, ich swipe, swipe, swipe nach links, denn die Girls sind alle nicht wie ich. Und im nächsten Track gibt er auch eine direkte Message an seine nächste Baddie durch. Haben wir 2-2-2 zusammengehören, bitte Zeit, und schon zeigen wir. Ich finde das faszinierend. Also er beschreibt ja quasi gerade sein Leben, dass er immer Parts schreibt und mit seinen Freunden Zeit verbringt und dazwischen Zeit für eine Baddie wäre und er auch so ein bisschen realisiert, so ich habe gar nicht so viel Zeit und die Frau, die er dann trifft, muss schon sehr passend sein, weil im Endeffekt ist Flixi natürlich auch ein Charakter und da passt natürlich nicht jede zu. Und wenn sie zusammenkommen, wird die Zeit schon zeigen, ob die zusammengehören. Ohrwurm-Faktor gibt's auch bei dem nächsten Track The Dreamer. Ich bin voll auf meinem Movie, aller ähnlich wie George Lucas. Ich hab Langeweile, also geh ich in den Douglas. Sprühe mit Parfum rum, scheiß auf deine Meinung. Es gibt eine Regel, Homie, bitte nicht verreiten. Auf den nächsten Track trauert er ein wenig wieder seiner Freundin hinterher und beschreibt seine Gefühle, wenn er sie anschreibt und sie nicht antwortet. Immer wenn du schreibst, bricht in mir etwas zusammen, yeah. Er beschreibt sich als Loner, der daily an seinem MacBook ist und arbeitet. Okay, Freunde, macht euch bereit für meinen persönlichen Lieblingstrack und zwar Swerve. Alien und das sind motherfucking Facts. Wenn ich sage, du bist anders, ja, dann meine ich das auch ernst. Wir sind ein Match made in Heaven und ein Match made in Space. Aber ich bin ein bipolarer Hurensohn und du eine Baddie from the block. Ich fühl mich wie Kanye West, weil ich bin lost in the world. Ich fühl mich wie Drizzy Drake, weil ich bin way too turned. Ich fühl mich wie Johnny Cash, weil it burns. Und wenn ich irgendwann mal reich bin, dann heißt es Swerve.
Ich würde sagen, dieser Track ist für mich der persönliche Prime-Flixi. Kommen wir zur nächsten EP, Watching Instagram Stories. Flixi hat auch eine sehr unique Persönlichkeit und am besten finde ich diese Stelle hier. Wie er das sagt, kommt so nice rüber. Ihr Shooter wisst, was ich meine. Hey Baddie, ich mach einen Song für dich, doch ich kenn dich gar nicht. Ich hab womöglich Qualitäten, doch die seh ich gar nicht. Und in Hey Baddie, wo er wieder seine zukünftige Frau anspricht, das macht Crow übrigens aber auch sehr häufig, fällt mir auf. Da beschreibt er folgendes, und zwar, dass er jeden Song gehört hat, jeden Film geschaut hat, jedes Spiel gespielt hat. Und ich weiß ganz genau, was er meint, weil ich hatte mal so eine Phase mit meinem besten Freund Cedric, da haben wir immer ganz viel YouTube geguckt und irgendwann war das halt so, dass wir komplett durch waren mit YouTube und ich habe immer gesagt, ja, wir haben YouTube durchgeschaut. Und auch in diesem Song bestätigt er mich, weil er sagt, er mag nicht diese 0815 Thoughts. Er sagt auch, nimm mir einen, der so ist wie er, und real talk, ich habe niemanden. Aber manchmal will ich auch meinen inneren Indiana Jones channeln. Kommen wir weiter zu der EP Überbleibsel meines Lebens aus dem Jahr 2021. Wir sehen dem aktuellen Flixi so nah. Ich will niemals in meinem Leben einen gottverdammten Job haben. Immer nur ich selber sein und guck mal, Bro, ich job Sachen. Ja, yeah. Und die Wichs hat kein fucking Swagger. Ich hab einen Hauptschulabschluss, doch mein Klassenbeste. Yeah. In My Time Is Now sagt er, dass er niemals einen Job haben möchte, sondern eher Sachen droppen. Auf dem Track hat er nicht einmal gesagt, dass er sad, traurig ist oder sich umbringen möchte oder allein ist oder Depressionen hat. Es ist einfach nur Flixi-Shit in seiner Prime. Und jetzt kommen wir auch zu einem sehr, sehr geilen Track, und zwar Scheiß auf den Club. Den mache ich mir jetzt mal ganz schnell auf den MacBook an, weil der ist so geil. Yeah, yeah. Yeah, yeah. First things first. Ich bin nicht average. Ich komme auf die Party, also give me a beverage. Wie er das beschreibt, er kommt in den Club und dann kommt so ein Typ an und sagt so, geile Jones, und was hast du dafür so gezahlt? Und Flixi so, geh weiter, Bro. First things first, ich bin nicht average. Damit wären wir beim aktuellsten Track, uns wurden Dinge angetan. Wenn ihr jetzt also noch Bock bekommen habt, guckt gerne hier die Reaktion auf uns wurden Dinge angetan. Oder ihr guckt, was der Ex-Produzent von Dead Adam Mary so in den letzten Jahren gerissen hat. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin. Bleibt euch treu, geil, dass ihr Shooter alle am Start habt. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin. Ciao.